Sie hören Lord Gewart, das ungekürzte Originalhörbuch von Peter Karrer, gelesen von Tom Karrer. Teil 5. Der neue Morgen begrüßt mich mit einem hellen Strahlen. Das Licht ist mein Befreier, mein Retter. Nichts Schöneres konnte ich mir nach der schwarzen, nicht enden wollenden Nacht vorstellen. Die warmen Strahlen der Sonne pflegen meine gedehnten Sehnen und Gelenke und allmählich schafft es mein starrer, leicht unterkühlter Körper, sich von den nächtlichen Strapazen zu befreien und ich bewege mich ein paar Schritte Richtung Wasser. Heute fällt mir das tägliche Bad im See schwer und ich überlege schon, die Erfrischung ausfallen zu lassen. Nach den ersten Schwimmzügen ist dieser Gedanke vergessen. Zug um Zug erholt sich mein Körper. Die Gedanken befreien sich von den Fesseln der durchwachten Nacht und das Gefühl der Freiheit und Zufriedenheit scheint alles zu beherrschen. Wieder zurück am Ufer, nach meinem obligatorischen Bärenfrühstück, wage ich einen neuen Versuch, meine Situation zu analysieren. Ich muss einfach wissen, was hier vorgeht. Jeder Tag und jeder Morgen ist gleich. Bis auf wenige Kleinigkeiten gleicht ein Tag dem anderen. Ich weiß nicht einmal mehr, wie viele Tage ich bereits durch dieses seltsame Land wandere. Geht es mir wie Bill Murray in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier? Ich habe den Film bestimmt 100 Male auf Video gesehen, wahrscheinlich doch nur 10 oder 15 Mal. Geht es mir auch so? Drehe auch ich mich im Kreis und ein und derselbe Tag beginnt täglich neu? Bin ich dazu verdammt oder ausersehen, täglich im See zu baden und mich für immer von den immer gleichen Bären zu ernähren? Es stimmt. Jeder Morgen ist gleich, jeder Tag ist gleich. Aber er ist nicht derselbe. In den Anfängen der Filmkunst ohne Bluebox, Videoleinwand und digitaler Nacharbeit am Computer, noch tonlos und in Schwarz-Weiß, erfanden ideenreiche Filmemacher den einfachen wie effektvollen Trick, im Studio einen fahrenden Zug in realistischer Bewegung darzustellen. Eine detailgetreu bemalte Leinwand wurde endlos am Fenster abgespult. Somit hatte der Zuschauer den Eindruck von vorbeirasenden Landschaften. Die nach einiger Zeit sich wiederholende Szene bemerkte er nicht. Bin ich auch Gast in einem endlosen, sich wiederholenden Film? Sicher, täglich wechseln die Landschaften, aber im Grunde sind sie doch immer gleich. Der See, das Ufer, mein Lageplatz, einmal größer, einmal kleiner, aber doch immer gleich. Ich packe in dem Bewusstsein, jetzt keine Antwort zu finden, die Frage beiseite und konzentriere mich auf die Erlebnisse der letzten Nacht. Ich muss klären, inwieweit ich nur träumte oder mich tatsächlich ein nächtlicher Besucher beobachtete. Woher kamen die Geräusche? Ich schließe die Augen und versuche mich zu erinnern. Wie auf Befehl erhöht mein Herzmuskel seine Taktfrequenz. Mein Trommelfell beginnt zu pochen und die angespannte Angst ist wieder deutlich zu spüren. Jetzt bin ich mir sicher. Hinter dem Strauch, den ich gestern systematisch abweidete, waren die Geräusche. Ich kämpfe mich durch das Dickicht hinter dem Strauch. Zerquetschte Beeren kleben an mir, obwohl ich sicher bin, den Strauch gestern bis auf die letzte Beere geleert zu haben. Diesen Widerspruch verwerfend oder nur verdrängend, mühe ich mich weiter durch tausende alter, trockener Äste. Das Dickicht stellt sich mir gleich einer mit Stacheldraht geschützten Kasernenmauer entgegen. Ein Schutzwall aus dem Gewirr unzähliger abgestorbener Äste, mit frischem Holz undurchdringlich verwoben. Eine perfekte Statik der Natur, die jedes Weiterkommen unmöglich macht. Enttäuscht trete ich den Rückzug, den einzigen gangbaren Weg an. Ich entscheide, dem Geheimnis aus der anderen Richtung auf die Spur zu kommen. Das Umgehen des kleinen Wäldchens bereitet keine Probleme. Ich achte genau darauf, die Orientierung nicht zu verlieren, um exakt hinter der Sträucherwand meine Suche fortsetzen zu können. Eine Suche, deren Ergebnis die Schrecken des Wahnsinns oder die Angst, nicht alleine zu sein, bringen wird. Ich nähere mich mit größter Vorsicht, um keine Spuren zu vernichten oder wie Robinson Crusoe auf seine eigenen hereinzufallen, suche fieberhaft nach geknickten Zweigen, bis mir einfällt, mein nächtlicher Besucher hätte die Äste sicherlich, wie auch ich, nur gestreift und nicht in Hüfthöhe abgeknickt. Guter alter Karl May, bei dir gab es immer einen geknickten Strohhalm oder besser ein verlorenes Taschentuch, das den Weg markierte oder die Spur verriet. Aber ich,
Ich kann nichts entdecken. Meter um Meter mühe ich mich über den durch hohe Bäume in zartes, goldenes Dämmerlicht getauchten Waldboden. Wenige Meter von meinem vermuteten Ziel gehe ich zu Boden, die Augen direkt über dem Waldboden, und suche die Umgebung Zentimeter für Zentimeter akribisch ab. Ein Fährtenhund hätte sicher in mir seinen Meister gefunden. Da ist er, der Beweis, den ich mit aller Kraft herbeisehnte. Ein kleiner Ast, kein Zentimeter dick und in der Mitte gebrochen. Ehrfürchtig, mit rasendem Herzen und hämmerndem Puls, hebe ich meine Trophäe auf und trage sie aus dem Dämmerlicht ins Freie. Mit zitternden Händen betrachte ich meinen Fund. Die Bruchstelle strahlt frisch und saftig in der hellen Morgensonne. Der Fund des Heiligen Grals wäre sicher nichts gegen meinen Schatz. Immer wieder drehe und wende ich meine Kostbarkeit, als wartete ich auf ein Wunder oder einen Geist, ein Dschinn, der mir alles erklärte und mich fragt, welchen Wunsch ich hätte. Aber die Botschaft ist eindeutig. Ich bin nicht alleine. Es gibt noch anderes Leben in dieser unendlichen Kulisse, in der Welt der Wiederholungen. Ich habe keine Zweifel oder vielleicht auch nur den Wunsch, mein nächtlicher Besucher möge auch nur ein friedlicher Wanderer sein. Jede Zelle in meinem Körper ist sich sicher. Kein Tier. Ein Mensch. Ein Freund. Ein Verbündeter. Der Gedanke, einen Verbündeten zu brauchen, macht mir erneut Angst. Hier gibt es keine Gefahren. Alles ist friedlich und ruhig. Im Paradies gibt es nichts Gefährliches, rede ich mir ein. Mein Schwert, die Verkörperung von Gefahr, lehnt friedlich am Felsen, dicht am Lagerplatz. Wie ist eine so tödliche Waffe im Paradies möglich? Im Paradies der endlosen Kulisse. Mich aus meinen Gedanken zwingend, beschließe ich, meinen Marsch nach Westen hier zu beenden. Nach einem zweiten Bärenfrühstück, an das sich mein Magen und Darm inzwischen gut gewöhnt hat, gehe ich zu der mir liebgewonnenen Tagesordnung über. Ein ruhiges, aber ausgiebiges Bad im vormittäglichen See belebt mich auf wundersame Weise. Auch dieser See ist, nach Wochen, wie der erste. Ja, eine andere Uferlinie und auch andere Pflanzen am Ufer. Der gestrige See hatte sogar eine kleine Insel. Und doch irgendwie der gleiche. Nach der Seemitte wende ich und begebe mich auf den Weg zurück zum Ufer. Jetzt sind es noch etwas mehr als 200 Meter, aber die kleine Bucht von meinem Lagerplatz hat sich verändert. Nein, nicht verändert. Irgendetwas, irgendjemand steht unmittelbar am Wasser. Explosionsartig überschwemmt mich ein Strom Adrenalin und auch die beginnende Kühle in meinem Körper verwandelt sich in einen blitzartigen Wärmeschub. Sofort stelle ich jede Schwimmbewegung ein und beobachte die kleinen, von mir ausgehenden Wellen, bis sie den Strand erreichen und den weichen Sand zart streicheln. Aber in Gedanken sehe ich riesige Brecher, die an Land branden und mich verraten. Ich weiß, ich wurde längst entdeckt und der Fremde lässt mich nicht mehr aus den Augen. Aus diesem Wasser kann ich ihm nicht entkommen. Trotz größtem Widerstreben setze ich meine Schwimmbewegungen fort, jedoch noch langsamer und bedächtiger als vorher. Mit jeder Begegnung erkenne ich mehr Details des Fremden. Ein Mann, der nicht unpassender gekleidet hätte sein können. Deutlich erkenne ich einen riesigen, tiefschwarz glänzenden Zylinder und einen makellos sitzenden Anzug oder Frack, wie ich ihn nur aus alten Filmen kenne. Auf den letzten 20 Metern entdecke ich einen hageren, großen, aufrecht stehenden, nicht mehr ganz jungen Gentleman. Eine andere Bezeichnung fällt mir nicht ein, mit vollem, leicht ergrautem Bart, und die Würde dieses Mannes liegt deutlich in der Luft. Ich kenne diesen Mann. Natürlich kenne ich ihn. Ein heftiger Schlag gegen mein linkes Knie zeigt mir schmerzhaft an, ich habe das Ufer bis auf wenige Meter erreicht. Der Mann mustert mich ruhig. Durchaus nicht unfreundlich, ohne ein Wort zu sagen und ohne eine Bewegung. Langsam weicht meine Angst einer panischen Unsicherheit. Spitternackt, bäuchlings, in nur 50 Zentimeter tiefem Wasser vor einem Präsidenten zu liegen. Vor Abraham Lincoln. Meine Scham lähmt mich beinahe bis zur Bewusstlosigkeit. Ich winde mich wie ein Fisch in einem auslaufenden Aquarium. Ich kann nicht aufstehen, nicht vor und nicht zurück, und mich auch nicht einfach mit aufgewirbeltem Wasser auflösen,
Ich bin gefangen. Ein Gefangener des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Gefangen wie hinter meinem Daimler, ausgesetzt der Schmach und der Peinlichkeit, harre ich der Dinge, die diese Welt für mich bereithält. Die vielen Tage des Alleineseins nahmen mir jede Scham. Jetzt überrollt sie mich wie eine Lawine. Nackt vor einem Präsidenten, vor diesem Präsidenten. Ich sitze fest in meinem Schlammloch, nackt, nur vom grauen Moorwasser umspült, vor Abraham Lincoln. Mein Gott, lass es ein Tagtraum sein, lass mich aufstehen und wieder alleine sein. Mein Gott, hilf mir! Die Schritte Abraham Lincolns zurück zu meinem Lagerplatz holen mich in die Wirklichkeit zurück. Nein, das kann nicht sein, ich muss mich irren. Ein Mann, der wie kein anderer gute Geschichte schrieb, die Welt für immer veränderte. Ein Mann, der zu meinem Lager geht, meinen Umhang über seinen rechten Unterarm legt, zum Wasser zurückkehrt und ihn in bester Butler-Manier vor mir ausbreitet. In Sekundenbruchteilen springe ich aus meinem Gefängnis und werfe mir, leicht zur Seite gedreht, den Umhang über. Zu mehr als wiederholtes Stammeln, Sir, Sir, ist meine vom Schock gelähmte Zunge und mein ausgetrockneter Gaumen nicht fähig. Ende Teil 5. Sie hörten Lord Gewart von Peter Karrer. Alle Rechte beim Autor Peter Karrer.